Terminal, können Sie mal zu Hause googeln, ist der modernste Container-Terminal gewesen. Ich glaube, jetzt sind schon wieder andere gebaut worden in Europa, aber es ist einer der modernsten Terminals ganz Europas. So, fahren wir nochmal rüber hier, ne? Köbranbrücke. Herrlich, haben Sie gleich zweimal mitgemacht, ne? Oder? Haben Sie Höhenangst? Oh, furchtbar, ne? Wenn es jetzt noch windig wird hier, ne? So. Ja, das ist jetzt heute sozusagen unser kleiner Abstecher hier in den Hamburger Hafen. Wir fahren jetzt ja wieder über die Köbranbrücke zurück, machen jetzt nochmal einen ganz interessanten Abstecher in einen Stadtteil, nämlich nach Wilhelmsburg. Und dann fahren wir schon zum alten Elbetunnel, gehen dann durch und sind um ungefähr 12 Uhr auf der anderen Seite. Und um 12 Uhr, wann sagst du, 45 oder 30? 12:45 ist Abfahrt, das heißt, Sie haben dann genügend Zeit, Fischbrötchen oder irgendwo noch was zu holen oder auch noch Gedöns. Ja? Sie haben ja die Möglichkeit, in einen der touristischen Läden dort zu gehen. Vielleicht holen Sie noch einen Schiedwettertee, Schiedwetterbecher, brauchen noch was für Ihren Nachbarn, der gerne mal einen Lütten zu sich nimmt. Dann holen Sie sich einen schönen Helbing, ja? Das ist ein Kümmelschnaps hier. Das kommt dann aus Hamburg. Dafür haben Sie dann gleich nochmal die Möglichkeit. Vorne links sehen Sie nochmal das Main-Schiff. Ne? Und gucken Sie nochmal die Elbphilharmonie. Links draußen die Elbphilharmonie. Da sieht man, das ist ein wirklicher, absoluter Hingucker. Und ich sage jetzt mal, ungefähr vorne links, die brachliegende Region dort, da hätten die Olympischen Spiele stattgefunden. Ja, auf dieser Seite sozusagen der Elbe. Und das hätte, wir haben das ja abgelehnt, ich war auch dagegen im Übrigen, ich hätte sehr, sehr viel Geld im Übrigen dadurch verdient, muss ich sagen, aber ich habe es trotzdem auch abgelehnt. Und das Konzept war toll, das muss man ganz klar sagen. Da musste man wirklich ein bisschen unterscheiden, da musste man sich loslösen von den Verführern, würde ich mal so sagen, weil die Stadt hätte sich natürlich verschuldet bis über beide Ohren hinweg. Aber du hättest hier natürlich neue Publikumsverkehr, also neue Transportmittel gehabt, neue U-Bahn und so weiter und so fort. Also da wäre schon einiges auch in Hamburg geschehen und dann wäre Hamburg dann schon auch schwer verändert worden, muss man ganz klar sagen. So, ich hatte recht behalten mit dem Wetter, ne, oder? Gucken Sie mal rechts raus hier, ne? Da kommt das Wetter immer her. Südwesten, kann man eigentlich sagen. So, Schrott, sagte ich ja schon. Ja, das ist typisches Hamburger Wetter. Ich saß eben draußen, habe auf Sie gewartet, Sie sind ein bisschen später gekommen und ich habe gefroren nach einer Zeit. Ich saß ja so eine Viertelstunde und dann war es gefroren, mal wirklich so ein bisschen gebibbert. Wenn Sie jetzt draußen stehen, haben Sie 27 Grad in der Sonne oder 24 Grad in der Sonne. Viel zu warm, müssen Sie die Jacke wieder ausziehen. Deswegen